Sage nicht, dass man in jeder Beziehung dann Auzubillah sagt, ich brauche den Sheikh nicht mehr. Nein, nein, nein. Sondern das heißt, dass du in bestimmten Fragestellen, die klar sind und wo dir die Regel eine Anleitung gegeben hat, da brauchst du nicht zu fragen. Da brauchst du nicht zu fragen. Dritte Regel. Was war die dritte Regel? Bitte schön, Afi. Masha'Allah. Al-Mashaqqatu tajlibu at-taysir. Was heißt Al-Mashaqqatu tajlibu at-taysir? Kein Schaden zufügen. Nein? Im arabischen Unterricht erwarte ich mehr. Na. Die Erschwernis bringt gewiss Erleichterung mit sich. Okay? Jetzt einer hat Wehwehchen, aua, aua. Er kann nicht stehen im Gebet. Muss er jetzt den Sheikh anrufen und sagen, ich kann nicht stehen im Gebet, darf ich sitzen? Muss er ihn deswegen anrufen? Nein, er weiß doch genau, wenn er nicht stehen kann, so darf er sitzen. Dafür brauchst du nicht den Sheikh anzurufen. Ich kann auch nicht sitzen, dann sagen wir ihm dann, leg dich hin. Aber bleib nicht für immer liegen. Ja? Das sagen wir ihm. Und subhanallah, ein paar Sachen, die man erlernt und dann kannst du auch selber handeln. Naam. Al-Mashaqqatu tajlibu at-taysir. Richtig. Die vierte Regel, die haben wir das letzte Mal behandelt. Rafif, bitte. La darar wa la dirar. Und das ist der Nass vom Hadith. Das heißt, das ist derselbe Ausdruck. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man darf sich keinen Schaden zufügen und auch nicht den anderen. Und hier haben wir gesagt, es ist verboten für dich, dass du dir einen Schaden zufügst. Ja, und alles, was dir schadet, deinem Körper, deinem Verstand, wir haben fünf Dinge genannt. Wer kann sie mir nochmal erläutern oder beziehungsweise nur nennen? Lassen wir die Erläuterungsgeschichte, die bringt immer nur Peinlichkeiten so zu. Welche Dinge waren das? Die fünf Dinge, die geschützt sind von der Religion. Die Religion, die Ehre, das Leben, Verstand und Besitz. Ja, was ist, wenn einer keinen Verstand hat? Er könnte ja immer noch Besitz haben. Diese fünf Dinge sind geschützt. Diese fünf Dinge sind geschützt. Dir darfst du dir diesbezüglich keinen Schaden zufügen. Und du darfst auch den anderen keinen Schaden zufügen. Tayyib, jetzt eine Person, er sagt, ja, ich weiß jetzt nicht, soll ich fasten oder soll ich nicht fasten? Sagen wir ihm, was ist dein Problem? Ich bin zuckerkrank und ich kann gar nicht. Ich muss jede drei Stunden meine Insulinspritze nehmen. Ansonsten leide ich darunter. Dann sagen wir ihm, du brauchst du nicht den Sheikh zu fragen. Wie ist die Regel? Du darfst dir keinen Schaden zufügen. Eine Frau, die ist im achten Monat schwanger, die sagt, ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich kein Sujud machen kann. Dass ich kein Sujud machen kann, weil ansonsten passiert irgendetwas. Oder dass ich nicht fasten kann, ansonsten passiert irgendetwas. Dann sagen wir ihr, du bist von dieser Pflicht was? Freigestellt. Du brauchst nicht den Sujud zu machen. Ich meine, einem achten Monat Sujud, das ist schon nicht leicht. Ja? Ihr müsst euch mal vorstellen, es ist ja wie ein riesen Medizinball. Ja? Ihr seht ja auch, wenn die sich hinsetzen, die schmeißen sich nach hinten. Es ist ja nicht leicht für die, dass sie Sujud machen in einem Zustand, wo sie wirklich fast wie ein Ball vor sich mitschleppen. Und daher sagen wir, ihr braucht kein Sujud zu machen. Weil manche, was machen sie? Sie zwingen sich, den Sujud zu machen. Oder manche, die können im achten Monat überhaupt nicht fasten. Das ist viel zu gefährlich für sie und für ihr Kind. Na, weil sie das nicht dürfen. Dann sagt sie, nein, ich will trotzdem fasten. Das geht nicht. Dann sagen wir, hier darfst du dir keinen Schaden zufügen. Und so waren die Regeln. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wir haben sie ausführlich erklärt. Heute, bi'idhnillah ta'ala, machen wir die fünfte Regel. Und die fünfte Regel heißt, Al-Adatu Muhakkama. Al-Adatu Muhakkama. Was heißt das? Das bedeutet, liebe Geschwister, das Gewohnheitsrecht gilt, solange die Scharia kein Verbot aufweist. Das Gewohnheitsrecht gilt, solange die Scharia kein Verbot aufweist. Was heißt das Gewohnheitsrecht? Ada im Arabischen ist die Gewohnheit. Das heißt, jedes Volk hat Gewohnheiten, sprich Sitten und Bräuche. Jedes Volk hat Gewohnheiten, Sitten und Bräuche. Diese Bräuche, so hat die Religion des Islam erkannt, dass diese Sitten und Bräuche
fest in den Köpfen der Leute verankert sind und dass sie danach handeln. Taib, Frage, ist es schlimm, wenn die Leute nach Traditionen und Sitten und Bräuche handeln? Ist das schlimm? Ja oder nein? Ja, die Antwort muss sein, was? Es kommt drauf an. Solange das nicht die Religion oder deiner Religion schadet, indem du etwas tust, was gegen die Religion ist, solange, ahlan wa sahlan, nimm deine Sitten, nimm deine Bräuche, nimm deine Tradition, kein Problem. Aber wir wissen, ist jede Tradition gut? Ist jede Sitte gut? Ist jeder Brauch gut? Bei Allah nein. Und gerade in unseren Ländern gibt es viele von diesen Sitten und Bräuche und Traditionen, die nicht akzeptabel sind. Du siehst zum Beispiel, es gibt Völker, ich will jetzt keine Namen nennen, die sind bekannt für ihren extremen Nationalismus. Nationalistisch bis zum geht nicht mehr. Wir sind die Besten, wir sind die Ersten, wir sind die Tollsten, keiner ist besser als wir, eigentlich müsste uns die Erde gehören. Ihr kennt diese Leute. Die sind fast alle so in ihrem Volk. 80-90% haben diese Macke. Ja, sagen wir, das ist in Ordnung? Natürlich nicht, weil das ist was? Dieser Nationalismus gegen die Religion. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna akramakum inda Allah atqakum. Wahrlich, der Geehrteste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste. Nicht der Türke, nicht der Araber, nicht der Kurde, nicht der Pakistaner, sondern der Gottesfürchtigste. Und das ist eine Sache, die ist bekannt in unserer Religion. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er einmal gehört hat, dass die Sahaba untereinander gestritten haben und hier war Rassismus im Spiel, Nationalismus im Spiel, dann sagte er zu ihnen, da'uha fa'innaha muntina, lass diesen widerlichen Nationalismus, diese Unsuriyya, denn sie stinkt. Und in einer Überlieferung bei Tirmidhi, was sahih ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer von diesen Leuten ist, der nationalistisch ist, der soll in das Glied seines Vaters hereinbeißen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat selten solche Begriffe geprägt, selten solche Begriffe benutzt, aber um zu zeigen, wie widerlich diese Sache ist, hat er das gesagt, alaihi salatu wasallam, und er war der Reinste unter den Menschen. Und daher, liebe Geschwister, das heißt nicht, weil ein Volk bestimmte Sittenbräuche hat. Ihr kennt das in manchen Ländern, zum Beispiel, es gibt Länder, da gibt es diese Qabail, das heißt diese Stämme. Und die bekriegen sich, weil jeder Stamm denkt, dass er der Beste ist. Naam. Und das ist so ein Stammesdenken, was die Leute... Normalerweise Stämme sind kein Problem. Aber wozu hat das geführt, ihr übertriebener Stammesfanatismus, dass sie sich dann zum Schluss auch in diese Nationalitätsgewässer hereingeworfen haben und dachten, sie wären die Besten. Das lehnt der Islam ab. Solche Sachen akzeptieren wir nicht. Also haben wir gesagt, al-adatu muhakkama bedeutet, das Gewohnheitsrecht gilt. Du kannst deine Sitten ausleben, deine Bräuche ausleben, deine Tradition ausleben, solange sie nicht gegen die Scharia ist. Solange sie nicht gegen die Scharia ist. Natürlich, der Islam hat erkannt, dass dieses auch zu den Menschen gehört. Und die Menschen haben auch bestimmte Sitten und Traditionen. Und das ist auch sehr schön. Und wenn das aber gegen die Scharia ist, dann haben wir ein Problem. Weil die Religion ist gekommen, um das Falsche zu beseitigen. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. Sprich, sagt Allah Azza wa Jal in Surat Al-Isra. Möge Allah Azza wa Jal Isra segnen. Sagt Amin. Sprich, die Wahrheit ist gekommen und verschwunden ist das, das Falsche. Verschwunden ist das Falsche. Teil. Jetzt wollen wir wissen, wo ist überhaupt der Beweis dafür, dass wir so eine Regel ableiten. Der Beweis dafür, oder eines der Beweise dafür, liebe Geschwister, ist der Hadith von Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda. Und dieses ist zurückzuführen auf Ibn Mas'ud, Mawqufan. Mawqufan heißt von ihm direkt, nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Überlieferung ist bei Imam Ahmad und Al-Hakim hat sie als sahih klassifiziert und Imam Al-Zahabi rahimullah ta'ala hat ihn hier bestätigt. Und zwar sagte Abdullah ibn Mas'ud, فَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا. Was auch immer die Muslime als gut sehen, als schön sehen,
so ist das auch bei Allah gut und schön. Subhanallah. So ist das auch bei Allah gut und schön. وَمَا رَآهُ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئًا. Was aber auch immer Sie, die Muslime, als Schlechtes sehen oder als Schlechtes abtun, so ist das auch bei Allah etwas Schlechtes. Das ist einer der Beweise, liebe Geschwister. Ein zweiter Beweis ist der Hadith von Bukhari und Muslim, wo Hind radiallahu anha bint Utba einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Wer war Hind? Die Frau von Abu Sufyan. Die Frau von Abu Sufyan. Und sie sagte, ja Rasulallah, o Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, inna Abu Sufyan rajulun shahih. Wahrlich, Abu Sufyan, mein Ehemann, ist geizig. Ist geizig. Normalerweise, wenn, und wir haben über das Thema schon gesprochen, über Riba. Was heißt Riba? Ha? Lästern. Dürfte sie normalerweise dieses Wort sagen? Geizig? Mag es der, über den das gesagt wurde? Natürlich nicht. Aber was war hier die Angelegenheit? Warum war es nicht verboten? Weil sie hat sich was vom Propheten sallallahu alaihi wasallam eingeholt? Einen Rat. Einen was? Einen Rat. Und wenn man einen Rat einholt mit dieser Absicht und ein Wort fällt, was normalerweise zu Riba gehören würde, zu den großen Sünden, so ist das hier keine Sünde. Religion verstehen, Yahuwah? Religion verstehen. Du gehst zu einem Scheich und sagst zum Beispiel, Muhammad geht zu einem Scheich und sagt zu ihm, ja Scheich, dieser Abu al-Bara ist sehr arrogant. Ich habe ein paar Mal mit ihm geredet, wie du machst. Ich habe ein paar Mal mit ihm geredet. Und er ist aber nicht darauf eingegangen und 1, 2, 3. Ist das jetzt Riba, was Muhammad gemacht hat? Ja oder nein, Osama? Natürlich nicht, weil du mich sowieso nicht machst. Deswegen sagst du, es ist keine Riba. Ist das Riba oder nicht? Das ist keine Riba. Warum? Weil er sich einrat. Anders ist es, dass er geht zu jemandem, Abu al-Bara ist arrogant, so zum Spaß. Das ist Riba. Subhanallah, schaut mal, die Religion, wie sie genau die Sachen definiert hat, damit wir auch wissen, was ist erlaubt, was ist verboten. Na, das ist überhaupt kein Problem, dass man sogar ein Wort sagt, was normalerweise nicht erlaubt wäre zu sagen. Aber hier, in diesem Kontext, ist es erlaubt. Was hat sie gesagt? Mein Mann Abu Sufyan ist was? Ein großzügiger, ein geiziger Mann. Ich meine, Abu Sufyan, radiallahu anhu, er war ja früher ein Käfer gewesen. Und er hat sogar alles angetrieben in der Schlacht von Badr, um die Muslime zu vernichten. Manche Gelehrte sagen sogar, die Ayah ist wegen ihm herabgesandt worden. Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Allah Azza wa Jalla sagt, wahrlich, die Kuffar geben ihr Vermögen aus, um vom Wege Allahs abzuhalten. Und Allah bestätigt es, sie werden es ausgeben. Daraufhin wird es für sie eine gramvolle Reue sein. Sie werden es bereuen, Yawm al-Qiyamah. Daraufhin werden sie besiegt werden, die Kuffar. Und diejenigen, die Kuffar sind, werden Yawm al-Qiyamah wo hereingeworfen? In Jahannam. Manche haben gesagt, diese Ayah ging um die Schlacht in Al-Badr, wo Abu Sufyan der Anführer war und versuchen wollte, mit den Vermögen und mit seinen Mitteln den Islam zu vernichten. Und sie wurden besiegt oder nicht? Sie wurden besiegt. Und es wird für sie eine Reue. In der Dunya war es schon eine Reue. Sie haben verloren. Sie konnten das nicht ertragen. Und die Yawm al-Qiyamah werden sie natürlich dafür bestraft. Wo sind die Toten von Badr, von den Kuffar, von den Mushrikin? Wo sind sie? Im Höllenfeuer. Wie Umar ibn al-Khattab gesagt hat, قَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ. Eure Toten sind im Höllenfeuer und unsere Toten in der Schlacht sind im Paradies. Allahu Akbar. Das sagte er, als Abu Sufyan gesagt hat, wir sind quitt, ihr habt in Badr gewonnen und wir haben in Uhud gewonnen. Was sagte Umar ibn al-Khattab? Eure Toten, o ihr Kuffar, sind in Jahannam und unsere Toten sind im Paradies. Beide sind tot, aber die einen im Höllenfeuer und die anderen im Paradies. Möge Allah azawajal uns zu den Paradiesbewohnern gehören lassen. Sie kam zu ihm und sagte ihm, o Gesandter Allahs, Abu Sufyan ist ein geiziger Mann. La yu'tini wa waladi
ma yakfini bil ma'ruf. Abu Sufyan gibt mir und meinem Kind nicht genügend Geld, so dass ich auch sozusagen für die Familie ausgeben kann. Das heißt, Abu Sufyan hat ihr gar nichts gegeben. Was hat Hind bin Dotbar radiallahu anha gemacht? Sab sarab. Was sagt man im Türkischen? Tokat. Hä? Die ist zu den Sachen von Abu Sufyan radiallahu anha gegangen. Und ich wollte das noch ausführen. Abu Sufyan war ein Gegner des Islam. Aber als er den Islam angenommen hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, man dakhala bayta Abi Sufyan fahuwa amin. Wer das Haus von Abu Sufyan betritt, so ist er in Sicherheit. Allahu Akbar. Schaut mal, wie seine Stellung vorher war und wie er danach war. Und die Schia hassen ihn besonders. Abu Sufyan radiallahu anhu arda, sie sagte, er ist geizig. Er gibt mir nichts. Was soll ich tun, ja Rasulallah? Und das Geld reicht weder für mich noch für meinen Sohn. Sie sagte zu ihm, ich gehe dann und nimm mir etwas von dem Geld, was er mir nicht gibt. Das heißt, was hat sie gemacht? Etwas, was normalerweise erlaubt ist für die Frau oder nicht? Nicht. Jetzt haben wir schon die zweite Sache. Der ist geizig. Ich klaue noch Geld von ihm. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُفِ. Nimm dir so viel, wie du und dein Kind brauchen, in angemessener Weise. Ma'ruf. Ma'ruf von Urf. Das geht wieder zurück zu Al-Urf. Ah. Nimm so viel entsprechend dem, was üblich ist, so dass es dir und deinem Kind genügt. Imam An-Nawawi rahimullah ta'ala sagt, aus diesem Hadith kann man ableiten, dass man hier auf Al-Urf zurückgreift in Dingen, wo es in der Scharia keine genaue Festlegung gibt. Das heißt, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihr gesagt? Nimm dir von ihnen 1000 Dirham, 500 Dirham. Nein, was sagte er? Bil-Ma'ruf. Bil-Ma'ruf. Und ich sage jedem Mann, das sollte sehr peinlich für ihn sein und beschämend sein, dass seine Frau an seine Hosentasche rangehen muss in der Nacht, während er schläft, damit sie etwas für sich und ihrem Kind ausgeben kann. Wir reden ja nicht über Luxussachen, was sie wollte. Sie wollte was? Was wollte sie? Dinge, die sie braucht fürs Leben. Es ging ja nicht darum, dass sie sich ein teures Schloss kauft oder teure Kleider kauft, wie in der heutigen Zeit. Sondern sie wollte nur die lebensnotwendigen Sachen. Und hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr erlaubt, ohne sein Wissen, ohne das Wissen von Abu Sufyan, etwas von dem Geld zu nehmen. Also macht euch Gedanken, wenn eure Frauen euch abends bestehen, was sie von euch halten. Beklauen euch eure Frauen abends? Einer hat mich einmal angerufen, sie sagt, Sheikh, Wallahi, mein Mann schläft auf seinem Portemonnaie, dass ich nicht rankomme. Ich sage, sie sagt, der hat es unterm Kissen, ja? Der schläft darauf, weil er will sicher sein, dass er nicht ans Portemonnaie rangeht. La hawla wa la quwwata illa billah. Gibt's? Es gibt solche Geizknochen. Möge Allah uns bewahren. Und Allah Azza wa Jalla sagt, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ in Surat An-Nisa, und geht mit ihnen, mit den Frauen, in rechtlicher Weise um, bedeutet, behandelt sie auf gute Art und Weise. Das ist erstmal die Grundlage für diese Regel, liebe Geschwister, die wir aufgestellt haben. Jetzt lasst uns darüber reden, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Unter welchen Bedingungen kommt diese Regel überhaupt zustande? Wir haben schon mal gesagt, Traditionen, Sitten, Bräuche, sehr gut und sehr schön, haben wir nichts dagegen. Aber das Problem ist, und das ist die erste Bedingung, wenn diese Sache gegen die Religion verstößt, dann ist sie nicht erlaubt. Dann kann hier dieses Gewohnheitsrecht nicht gelten, zum Beispiel. Einer in seinem Land, bei denen ist die Musik sehr, sehr
Nicht nur beliebt, üblich. Gibt es Länder? Gibt es Länder, da siehst du sogar die Frauen, die sehr stark bekleidet sind, tanzen. Die sind verrückt nach Musik. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Die haben richtigen Hijab an. Ja, sogar Khimar an. Und tanzen, was das Zeug hält. Die sind verrückt nach Musik. Tayyib. Einer in seinem Land will jetzt zum Beispiel einen Hochzeitssaal mieten. Dann sagt man ihm, 4.000 Lira. Ups, jetzt habe ich schon das Land verstanden. Auf jeden Fall. Man sagt zu ihm 4.000 bla bla. 4.000 bla bla. Und dann nimmt er den Hochzeitssaal. Auf einmal kommt die Musikband. Er sagt, was ist das? Die sagen gratis, weil das gehört sowieso zu unseren Gepflogenheiten, zu unseren Sitten und Bräuchen. Wenn es eine Heirat gibt, dann wird ordentlich Musik gemacht. Sagt nein, ich bin damit nicht einverstanden. Frage, ist das hier Orf? Ist das hier Tradition? Ja, können wir sagen, das ist Tradition, weil das gehört dazu. Bei dem Volk ist es so, dass diese Sache dazugehört. Können wir sagen, wir nehmen das an, diese Tradition? Warum nicht? Weil das gegen die Religion verstößt. Habt ihr einen Beweis oder seid ihr nur radikale Salafisten, wie man sagt? Ha? Seid ihr keine Datteltäter? Okay, dann sag mal. Was ist der Beweis dafür? Bitte schön. Dass es verboten ist, die Musik. Dass Muhammad s.a.w. gesagt hat, dass es in seiner Umma Leute gibt, die nach einer Zeit Musik, unter anderem Musik erlauben werden. Richtig. Wo steht dieser Hadith? Wo ist dieser Hadith überliefert? Wo ist dieser Hadith überliefert? Ich glaube, den Hadith habt ihr mindestens 1000 Mal von mir gehört. Ne? Wo ist er überliefert? Muad, du scheinst ein gutes Gedächtnis zu haben. Bei Bukhari. Subhanallah, bei Bukhari. Ja. Sagen sie, ja, Bukhari hat den Taliqan erwähnt. Taliqan, ja. Weißt du überhaupt, was Taliqan heißt? Und weißt du überhaupt, wer diesen Hadith alles als authentisch klassifiziert hat? Ich meine, das ist nur noch Gelüstfolgen, ja? Wollen die dann mit uns über Hadithe von Al-Bukhari sprechen, ja? Subhan al-Malik, a'udhu billah. Das ist Dalal, ja? Aber andere Sachen von Bukhari nehmen sie sofort, wenn es so, inna dina yusur. Wahrlich, die Religion ist leicht. Den kennen sie so. Sagen, Bukhari hat den überliefert. Ist doch derselbe Bukhari, oder? Über den wir reden, oder? Redest du über einen Shia Bukhari und ich über einen Sunni Bukhari? Nein, das ist derselbe Bukhari. Aber so ist das bei manchen Leuten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird in meiner Umma Leute geben, die werden, yastahillun, im Arabischen, yastahillun bedeutet etwas für erlaubt erklären. Wenn er sagt, yastahillun, etwas für erlaubt erklären, was ist dann der Ursprung von dieser Sache? Jetzt zählen wir mal die Dinge auf und dann sehen wir, ob es einen klaren Beweis dafür gibt, dass diese Dinge auch allesamt verboten sind. Er sagte die, ja, als erstes die Zina und die Seide. Seide für die Männer natürlich. Und der Alkohol, auch eine Sünde, denke ich. Ne? Ja. Und die Ma'azif, die Musikinstrumente. Das Beste nach so einem Hadith ist, wenn dir jemand sagt, aber mein Scheich sagt doch, genau der ist im Hadith erwähnt, dein Scheich. Da. Es wird Leute geben, die das für erlaubt erklären. Weil die schämen sich nicht. Wallah, ich weiß noch einmal, gab es eine konvertierte Schwester, die war frisch Muslima. Und in einer Moschee hier, wo gemischt sein und Partys erlaubt sind, hat einer versucht zu erklären, bei Musikinstrumenten machen wir Unterschiede. Auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte was allgemein? Ma'azif, oder? Selbst der Duff, liebe Geschwister, Duff, was ist der Duff? Die Handtrommel, der ist normalerweise verboten. Nur bei bestimmten Anlässen darf man ihn benutzen. Normalerweise ist er verboten. Und die Überlieferung ist bei An-Nasai, dass Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, Duff haram. Aber wann ist er erlaubt? Nur bei bestimmten Anlässen, bei Ausnahmen. Aber allgemein ist die Regel was? Haram. Dann hat einer versucht zu erklären, ja, Musikinstrumente, es gibt welche, die sind und manche andere, aber diese und jene.
Die hat ihn gesagt, aber wieso? Im Hadith steht doch Musikinstrumente, warum unterteilst du? Sagt eine zu einem sogenannten Sheikh, der daraufhin keine Antwort mehr wusste. Guck mal, die ist neu im Islam. Ja? Und hier seht ihr, wen Allah Azza wa Jalla recht leitet und wer mit der Religion anfängt zu spielen. Ich meine, was versteht man nicht daran? Ja? Musikinstrumente. Das ist doch nicht von uns. Es ist doch nicht so, dass wir gestern geboren wurden und sagen, wir haben Hass auf die Musik, jetzt wollen wir sie verbieten. Nein, das Verbot ist wo? In unserer Religion. Das ist nicht von uns. Wir haben gar nichts zu melden. Wenn Asch-Shari', wer ist Asch-Shari'? Der Gesetzgeber Allah Azza wa Jal, er ist derjenige, der etwas erlaubt oder verbietet. Wer ist da, der etwas erlauben möchte, was Allah Azza wa Jal verboten hat? Deswegen, da sagen die Leute, ja, aber zu unserer Tradition gehört auch die Musik. Ohne Musik brauchst du uns gar nicht zu kommen. A'udhu billah, sagen sie. Sie sagen ihnen A'udhu billah. Er muss eigentlich zu ihnen sagen A'udhu billah. Ihr kennt ja die ganzen Bands, Sujuk Tarkan und Sezen Aksu und Oyname Shikidim, Shikidim. Das muss sein. Bei manchen Leuten Salto und ich weiß nicht was. Und die gehen auch richtig mit und so. Trans, Allahu Akbar. Was ist hier die Sache, liebe Geschwister? Hier sagen wir, das zählen wir nicht zu eurer Tradition. Und wenn ihr das auch für euch für die Tradition annimmt, wir erlauben das nicht. Warum? Weil die Scharia hat das verboten. Die Scharia hat das verboten. Und deswegen ist das die erste Bedingung, dass wenn du auch eine Sache als traditionell siehst, als eine Gewohnheit siehst von den Sitten und Bräuche deines Volkes, heißt es noch lange nicht, dass es erlaubt ist. Wir prüfen erstmal, gibt es ein Verbot in der Scharia. Wenn es kein Verbot gibt, dann ahlan wa sahlan. Die erste Bedingung. Die zweite Bedingung, dass diese Gewohnheit, die normalerweise geltend sein kann, ich komme noch mal kurz auf den ersten Punkt zu sprechen. Natürlich, wenn wir sagen, das Verbot ist in der Scharia, liebe Geschwister, dann meinen wir damit, dass die Scharia das auch tatsächlich klar verboten hat. Und aufgrund dieses Verbotes ist eine Sache, die normalerweise gelten könnte, nicht erlaubt. So. Und Lauf, Gewohnheit, ist unter den Leuten bekannt. Du hörst auch, das ist von unserer Tradition. Das ist von unseren Sitten. Kein Problem, solange das nicht gegen die Scharia geht. Zweiter Punkt, dass dieser Urf, diese Gewohnheit, über die wir reden, auch in dem Volk mehrheitlich oder ganz präsent ist. Nicht von einzelnen Leuten in einem Volk gemacht werden. Mafhum? Was meint ihr da? Das meint damit, keiner kann kommen und sagen, ja, diese Regel, ich wende sie an, weil ich und drei Leute von 80 Millionen, wir haben diese Tradition. Dann sagen wir nein. Das ist keine Tradition. Wir sagen, diese Tradition ist zurückzuführen auf den Großteil oder auf alle. Zwei Leute schließen einen Vertrag miteinander ab. Sie haben eine Währung in ihrem Land. Und es gibt noch eine andere Währung, die ist auch da, aber diese Währung ist nicht populär. Wie die Währung, die eigentlich hauptsächlich gehandelt wird in deren Land. Jetzt zwei machen miteinander Vertrag und sie sagen, ich möchte von dir 2.000 für das Auto. Der gesagt hat, ich möchte 2.000 von dir für das Auto, wovon geht der aus, dass welche Währung hier gemeint ist? Na, die in seinem Land existiert und populär ist. So, jetzt sagt der andere, nee, ich meinte meine Währung, also unsere Währung, auch zwar in diesem Land, aber die andere Währung, weil dann hätte er das Auto für 1 Euro bekommen, weil 2.000 haben bei ihm keinen Wert. Was sagt der Richter jetzt hier? Ha? Wer hat Recht? Natürlich! Weil das klar ist, dass das
gilt, weil die Tijara baut darauf auf, der Handel. Nicht auf das, was diese 5, 6 Leute an Währung haben. Ja? Deswegen muss man das verstehen, liebe Geschwister. Was heißt Gewohnheitsrecht? Ja, solange keine Gebote vorhanden sind aus der Scharia. Zum Beispiel, eine Frau heiratet mit einem Mann und zu dem Zeitpunkt wird keine Mahr festgelegt. Und ihr wisst, die Mahr, was ist das, eine Säule oder eine Pflicht vom Heiratsvertrag? Wenn die Mahr bezahlt wird, ist der Heiratsvertrag gültig oder nicht gültig? Ist der Heiratsvertrag gültig? Jetzt zum Beispiel, Muad heiratet eine, wenn seine Erste ihn nicht umbringt. Dann vereinbaren sie, okay, wir werden jetzt heiraten, 1, 2, 3, 4, 5, Mahr wurde nicht vereinbart. Ist ihr Heiratsvertrag gültig oder nicht? Ich rede jetzt nur über Mahr. Wenn die Mahr nicht definiert wird oder beziehungsweise nicht bezahlt wird, ist der Heiratsvertrag gültig? Bitte? Sheikh Rafif sagt nein. Sheikh Adam, was sagst du? Ich glaube schon. Al-Yaqin ula yasuhu bishak. Schon mal eine Regel vergewaltigt. Na, ist gültig. Allahu Akbar, Mahmoud ist sehr locker in dieser Sache. Ne? Richtig, er ist gültig, weil Al-Mahr ist keine Säule, sondern eine Pflicht. Okay? Selbst wenn man sie nicht bezahlt, aber nicht, dass ihr die jetzt nicht bezahlt, ja? Selbst wenn man sie nicht bezahlt, ist der Heiratsvertrag gültig. Aber was meinen wir damit? Sie haben geheiratet, es wurde keine Mahr festgelegt und dann sagt ihnen ein Sheikh, du musst ihr eine Mahr geben. So, welche Mahr bekommt sie denn jetzt? Gibt es eine Anzahl oder beziehungsweise einen Betrag von Mahr, was die Frau in jedem Fall bekommt? Ja oder nein? Gibt es in der Scharia so etwas? Die Gewohnheit in ihrem Land oder in ihrem Umfeld. Da kehren wir gleich zurück. Aber gibt es eine Maßgabe oder ein festgesetzter Betrag oder etwas, was bekannt ist? Na? Was für den Mann leicht ist. Okay, aber jetzt festgesetzt. Wurde etwas festgesetzt? Nichts. Gar nichts. Das heißt, theoretisch, wenn die Frau damit einverstanden ist, nochmal, Klammer auf, Klammer zu, wenn die Frau damit einverstanden ist, dann bräuchte er ihr nichts zu geben, wenn die Frau damit einverstanden ist. Spendierhosen. Ja. Einer kam einmal, ich habe Heiratsvertrag für ihn gemacht und das war so eine konvertierte Schwester und subhanallah, die konvertierten Schwestern, möge Allah Azzawajal sie bewahren. Wallahi, die werden von jedem betrogen. A'udhu billah, nur weil sie konvertiert sind und nicht die Religion kennen. Dann kam einer und er meinte so, bitte mach mir den Heiratsvertrag, dies, das. Habe ich das gemacht. Und dann habe ich ihm gesagt, was gibst du ihr als Mahr? Drückt er mir einen 50er in die Hand. Ich habe ihm gesagt, was ist das? Ja, das ist die Mahr. Ich sage, was soll sie denn damit anfangen? Sollen sie sich eine Tageskarte kaufen bis zu ihrem Hause und dann ist es vorbei? Yani, subhanallah, wer hat, kann auch geben. Man sagt, ja, natürlich, die niedrigste Mahr ist die gesegnetste, richtig. Das heißt aber nicht, du Geizknochen, dass du gar nichts gibst. Schau mal in den Hadithen, was manche Sahaba gegeben haben. Da wirst du deine Meinung ändern. Was Abdurrahman ibn Auf gegeben hat und dies und das. Abdurrahman ibn Auf hatte Geld oder nicht? Er war sozusagen in dieser heutigen Zeit Milliardär. Er sagte, wann auch immer ich einen Stein hochhebe, so finde ich Risk darunter. Ich habe immer Versorgung darunter gefunden. Das war Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu. Die haben gegeben und andere haben gegeben. Ich habe nichts, das ist was anderes. Wenn du nichts hast, das ist was anderes. Aber du hast und gibst nichts, a'udhu billah, drückt er mir einen 50er in die Hand. Ich sage, für wen ist das? Für meine Frau. Und hier, liebe Geschwister, sagen wir, wenn nichts festgesetzt wurde im Heiratsvertrag, worauf geht das dann zurück, Abdullah, diese Mahr, was sie bekommt dann? Worauf geht das zurück? Zu? Genau. Al-Urf. Richtig. Das heißt, was bekommen die Frauen durchschnittlich in diesem Gebiet? Okay? Zum Beispiel, die Frauen bekommen in diesem Gebiet durchschnittlich, angenommen, 500 Euro. Dann sagen wir,
gib ihr was? 500 Euro. Damit sie sich auch nicht benachteiligt fühlt gegenüber den anderen Frauen. Ja, damit sie sich nicht benachteiligt fühlt gegenüber den anderen Frauen. Also führen wir diese Sache zurück zu Al-Urf. Warum? Ja. Manche sagen, spielt ihr mit der Religion? Und wir sagen, nein, nein, nein. Alhamdulillah nicht. Aber ihr solltet eins verstehen. Wenn wir keinen klaren Beweistext aus Koran und Sunna haben, erst dann kommt was zur Geltung? Al-Urf, vorher nicht. Mal angenommen, die Scharia würde sagen, ihr müsst euren Frauen 1000 Dinar geben. Würden wir dann noch sagen, wir führen das auf Al-Urf zurück, auf die Gewohnheit? Nein, weil hier hätten wir was? Eine Maßgabe. Aber weil wir keine Maßgabe haben, führen wir das zurück auf Al-Urf. Das heißt, wenn es keinen Beweis in dieser Angelegenheit gibt, erst dann sprechen wir überhaupt über dieses Gewohnheitsrecht, dass das angewendet wird. Ein anderes Beispiel. Ein Mann heiratet eine Frau. Und unter den Gelehrten ist umstritten, ob die Frau zu Hause die Hausarbeit machen muss und abwaschen muss und die Kleider bügeln muss. Das ist umstritten unter den Gelehrten. Manche sagen ja, manche sagen nein. Manche sagen, das wird zurückgeführt auf Al-Urf. Und richtig ist, das wird zurückgeführt auf Al-Urf, auf die Gewohnheit. So, jetzt heiratet man in einer Nation, wo bekannt ist, dass die Frau auch diese Sachen macht. Wie sieht es aus bei euch im Land? Wer hat die Hosen an, der Mann oder die Frau? Das war sehr zaghaft. Aus welchem Land bist du? Aus Mazedonien. Makedonia. Tay. Bei Albanern sagt man. Tay, mal angenommen, ihr seid jetzt Albaner. Einer heiratet eine Frau. So. Jetzt sagt sie, ich möchte nichts zu essen machen, mach du selber. Kennt ihr das? Gibt es der Frau und du kommst nach Hause, die sagt dir, nee, ich habe nichts gemacht. Du kannst dir eine Stulle schmieren. Ja, gibt's? So. Jetzt, Muad, wie geht's weiter? Das Wort schmieren merkt er sich, aber in einem anderen Zusammenhang. Okay. Jetzt gibt es Probleme zwischen Muad und seiner Frau. Sie sagt, nö, ich muss nicht. Er sagt ihr, du machst mir jetzt ein Drei-Gänge-Menü. Tay, Frage. Wie ist der Hukum hier? Wie ist das Urteil? Worauf führen wir diese Angelegenheit zurück? Auf die Gewohnheit. Wenn in diesem Gebiet die Gewohnheit ist, dass die Frauen diese Arbeit machen, dann macht sie diese Arbeit. Aber wenn in diesem Gebiet bekannt ist, dass die Frauen gar nichts machen, sondern nur mit dem Handy spielen, dann hier ist sie nicht verpflichtet, das zu machen. Es gibt Gebiete, da haben die meisten was zu Hause? Nicht Sklaven mehr, da gibt es keine Sklaven mehr. Na, haula. Ja. Was haben sie? Haushälter, Hausdiener. Weil die Frau in diesem Haus, wo ein Haushälter ist, die kann nicht mal Wasser kochen. Wenn sie Wasser kocht, verbrennt sich die Haare. So schlimm sind manche Zustände. Ja, subhanallah, selbst wenn man einen Haushälter hat, heißt das, dass man gar nichts machen kann? Okay, auf jeden Fall, die haben einen Haushälter zu Hause. Und das ist so im ganzen Gebiet. Darf der Mann jetzt von ihr verlangen, dass die Hausarbeit macht, Mohammed? Nein. Weil Gewohnheitsrecht bei denen ist was? Dass wer das macht? Die Haushälter. Haushälter. In dem Fall dann der Mann, der Ehemann, der Neue, der wird zum Haushälter. Wir führen diese Sache zurück auf Al-Urf. Schlusspunkt aus. Wie gesagt, manche Männer haben gesagt, doch, die Frau ist verpflichtet. Andere haben gesagt, nein. Aber die, die gesagt haben, verpflichtet, haben keinen klaren Beweis. Und deswegen führen wir das zurück zu Al-Urf. Okay? Aber jetzt, ich meine jetzt in unseren Ländern. In der Türkei, wer macht die Hausarbeit? Die Frau. In
Libanon, in Libyen, in Syrien, ist klar. Da habe jetzt eine ganz neue Sache für die Leute. Wer macht die Hausarbeit in Deutschland? Bitte? Nein, nein. 70% der Haushalte führen die Frauen. Auch hier. Aber bei denen ist was anderes. Natürlich. Deswegen, liebe Geschwister, wann kommt überhaupt das Gewohnheitsrecht zur Geltung? Wann? Was haben wir gesagt? Wenn es keinen klaren Beweis gibt, richtig? Das heißt, wenn es keinen klaren Beweis gibt, dann können wir nicht sagen, das ist so in der Religion, sondern dann führen wir die Sache auf das Gewohnheitsrecht zurück. Okay? Weiter? Wenn es nicht gegen die Religion ist. Okay? Jetzt zum Beispiel, eine Frau ruft bei Osama an, sagt Sheikh Osama, ich möchte ein Nasenpiercing tragen. Kennt ihr Nasenpiercing? Hamza? Kennst du? Schon mal getragen? Nein. Ich möchte ein Nasenpiercing tragen. Und in ihrem Gebiet, wo sie wohnt, und es gibt solche Gebiete, tragen die meisten Frauen Nasenpiercing. Gibt es solche Gebiete? In Pakistan, in Indien, es gibt solche Gebiete. Jetzt fragt sie, darf ich das tragen? Haben wir in der Religion einen klaren Beweistext, dass sie es tragen darf oder nicht tragen darf? Haben wir so einen Beweistext? Haben wir nicht. Was, wenn sie es tragen würde? Könnten wir sagen, haram, Hamza? Aufpassen, ne? Na. Zählt es nicht zu Schmuck? Ja, darf eine Frau keinen Schmuck tragen? Wenn sie keinen Niqab trägt? Was ist jetzt? Darf sie so ein Nasenpiercing tragen oder nicht? Dann sagen wir, die Sache ist zurückzuführen auf was? Auf Gewohnheitsrecht. Es sei denn, dieser Nasenpiercing ist schädlich. Ja, aber wir wissen nicht von extremen Fällen, dass das schädlich in dem Sinne ist, sondern das wird bei manchen als Schmuck getragen. Hier, wenn die Frau das tragen würde, könnte man nicht sagen, weil das hier bei ihnen so in der oder zur Gewohnheit gehört, zum Brauch gehört. Und so gibt es viele Beispiele. Wir wollen uns erstmal auf diese Beispiele beschränken. Bi-idhnillah ta'ala. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Tayyib. Wenn es Fragen gibt, auch allgemeine Fragen, habt ihr heute die Möglichkeit. Morgen, gestern war nicht die Erlaubnis, heute ist sie wieder da. Nicht immer werde ich das machen, manchmal ja und manchmal nein. Tafadda. Oh ja. Zum Beispiel, wie wäre es, wenn es jetzt in dem Umfeld ein Zeichen dafür ist, dass die Frau so einen Ohrring nur trägt, damit sie, oder beziehungsweise in dem Umfeld, sagt man dazu, dass es dann für Leute ist, die das Üble tun. Und also das ist so ein Markenzeichen für die Leute, die etwas Übles tun. Nein, das ist eine sehr gute Frage. Wenn jetzt zum Beispiel in einem Gebiet eine Gruppe von Frauen das tragen, speziell diesen Nasenpiercing, die zum Beispiel dafür bekannt sind, dass sie verdorbene Frauen sind, dann sagen wir ihr nein, du darfst das nicht tragen. Warum? Weil dieses ist ein Zeichen geworden von diesen verdorbenen Leuten. Das ist dasselbe wie zum Beispiel, ein Mann, darf er etwas längere Haare tragen? Ja oder nein? Er darf. Aber mal angenommen, er wohnt in einem Gebiet, wo diejenigen, die lange Haare tragen, zum Beispiel Rocker sind, und von denen sind sehr, sehr viele, die Mehrheit. Oder üble Leute, die lange Haare haben. Sagen wir ihnen dann, du sollst lange Haare tragen? Dann sagen wir nein. Versteht ihr den Unterschied? Mafhum? Normalerweise ja. Weil dem nichts entgegensteht. Aber weil üble Leute das tragen und das zu ihrem Markenzeichen geworden ist, dann nein. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Na. Tfadal. Ja. Muss man in der Moschee beten? Also ist das Pflicht? Werden die Gebete zu Hause angenommen?
Ich denke, ein Mann fragt diese Frage. Wie ist das Gebet für einen Mann zu Hause? Was ist der Hukum davon? Der Hukum davon ist, dass der Mann sündigt, nach der richtigen Ansicht der Gelehrten. Nach der richtigen Ansicht der Gelehrten sündigt der Mann, wenn er zu Hause ohne Grund betet. Was heißt ohne Grund? Er ist bei der Arbeit oder er ist beschäftigt, er hat eine Ausbildung, er hat gerade einen Arzttermin oder sonstiges. Er hat keinen Grund und er bleibt zu Hause und hat nichts zu tun. Er möchte sich einfach gemütlich machen und er könnte zur Moschee gehen, die ist jetzt nicht 20 Kilometer von ihm entfernt, sondern vielleicht 500 Meter oder 1 Kilometer. So sündigt er, nach der richtigen Ansicht der Gelehrten. Na? Und dieses aufgrund von vielen, vielen Beweisen. Der Beweis bei Al-Bukhari und Muslim von Abu Huraira radiallahu anh, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, fast hätte ich den Muadzin, das heißt den Gebetsrufer, damit beauftragt, das Gebet zu leiten, damit ich in die Häuser derjenigen gehen kann, die zu Hause beten, um ihre Häuser anzuzünden. Und das sagt wer? Der barmherzigste Mensch der Welt. Und die Gelehrten sagen, er hat nicht das gemacht, weil in den Häusern sind wer außer den Männern auch noch Frauen und Kinder. Deswegen hat er es nicht gemacht. In einer anderen Überlieferung von Ibn Mas'ud radiallahu anh, er sagte, zu der Rechtleitung eures Propheten gehört, dass ihr eure Gebete in der Moschee verrichtet. Wer auch immer diese Sunna lässt, so hat er sich vom Wege des Propheten verabschiedet und er ist in den Irrtum gegangen. Dalal. Wann ist eine Sache Dalal in unserer Religion, die unbeliebt ist? Wann sagen wir über eine Sache Dalal, wie Ibn Mas'ud das gesagt hat, wenn es sich um was handelt? Um eine Sünde mindestens. Das kann auch Schirk sogar sein oder sonst, aber in diesem Fall, das ist eine Sünde. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Deswegen, der Mann sollte, wenn er kann, nochmal, nicht wenn er 30 Kilometer entfernt von einer Moschee wohnt, darüber reden wir nicht. Wenn er kann, dann meinen wir damit, er weiß das und er hat die Qudra, das heißt, er hat die Möglichkeit, dorthin zu gehen. Dann ist er verpflichtet, in der Moschee zu beten. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tafadda. Muss man, wenn man alleine betet, Adhan machen? Muss man, wenn man alleine betet, Adhan machen? Wenn man alleine ist. Oder passt auf, wenn man zu zweit ist oder wenn man zu dritt ist, macht man den Adhan. Und für alle drei Fälle gibt es Beweise. Für alle drei Fälle gibt es Beweise. Das heißt, der Adhan ist eine Fard Kifaya. Fard Kifaya bedeutet, wenn einer es macht, dann sind die anderen davon befreit. Insofern, wenn einer alleine ist, dann macht er den Adhan. Wie ein Schäfer den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, der in so einem öden Gebiet gewesen ist. Er sagte, mach Adhan, denn alles, was deine Stimme hört, von Steinen, von Bäumen, wird Yawmul Qiyamah für dich bezeugen. Und deswegen, und in einer Überlieferung bei Imam Ahmad, und das bei Fiqh as-Sunnah überliefert, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, drei Leute in einem Gebiet, wenn sie nicht das Gebet verrichten und den Adhan machen, wird der Shaitan ihre Herzen einnehmen. Wird der Shaitan ihre Herzen einnehmen. Insofern sagen wir, der Adhan wird gemacht, bi'idhnillah ta'ala. Aber jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel alle in der Gruppe sitzen und jetzt das Gebet, müsste jeder einzelne von uns Adhan machen? Nein, sondern Fard Kifaya, warum? Wenn einer das macht, sind die anderen befreit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nein. Ist eine Magenverkleinerung erlaubt, wenn das ein Todesrisiko gibt? Natürlich haben wir die Regel, la darar wa la dirar. Man darf sich keinen Schaden zufügen. Bedeutet, wenn man weiß, dass eine Sache dein Tod mit sich bringen kann, dann sagen wir nein. Mit welchen Begründungen? Und meistens, bitte, ich will nur darauf achten, ich bitte euch darauf zu achten, was ich sage. Meistens ist das Übertreibung von Geschwistern, dass sie zu viel essen. Meistens. Ich rede nicht über eine Person, der hat, wie nennt man diese Unterfunktion oder Oberfunktion von der Schilddrüsenkrankheit? Wenn er zunimmt, Unterfunktion, ne? Weil die Schilddrüse arbeitet nicht richtig.
dann nimm diese Leute. Ich kannte Leute, ich habe sehr viel Sport mit ihnen gemacht, subhanallah, die brauchten nur eine Wassermelone anzuschauen und die haben zugenommen. Die haben nichts gegessen. Es gibt solche Leute, die meine ich nicht. Ich meine Leute, am Morgen, sechs Teller Cornflakes mit Nutella und gleich eine Stunde später 20 Waffeln und zwei Stunden später 5 Döner und 3 Stunden später 10 Tüten Kartoffelchips. Das ist A'udhu Billah, das ist auch gegen die Religion. Allah Azzawajal sagt, Kulua, washrabu wala, tusrifu, isst und trinkt, aber seid nicht maßlos verschwenderisch. Allah liebt nicht die Verschwender. Und Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagte, Iyakum wal-Batna, wehe euch vor dieser Gefräßigkeit. Das ist nichts Gutes. Deswegen, man kann das beheben, das Problem. Warum soll man sich ein Risiko aussetzen? Und da soll man Sport machen, auf seine Ernährung achten und dann geht das, walhamdulillah rabbil alamin. Mit Sport und Ernährung kriegt man so viel hin. Und viele Leute haben das geschafft, walhamdulillah rabbil alamin. Insofern, schaut mal, bitte mich nicht falsch verstehen. Die Magenverkleinerung, wenn das kein Risiko ist, ist kein Problem, das ist erlaubt. Aber wenn man sagt, okay, ich habe hier ein Todesrisiko, dann sagen wir nein. Hier in dem Falle nicht. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tafaddal. Es wird gefragt, wie soll ich meiner Schwester erklären, dass Karneval haram ist? Wie soll ich meiner kleinen Schwester erklären, dass Karneval haram ist? Natürlich, Kinder etwas zu erklären, ist schwerer als Erwachsenen etwas zu erklären, weil Kinder sind emotional und die mögen das, sich zu verkleiden. Und ich weiß nicht, wie oft meine Kinder sich am Tag verkleiden. Die wissen gar nicht, was das ist, ja, aber manchmal sind sie Räuberplott und manchmal sind sie das und das und das. Subhanallah. Auf jeden Fall, was willst du machen? Das ist jetzt nicht eine Sache, die bei ihnen Aqidah ist. So, jetzt musst du dir die Frage stellen, wie kann ich einem Kind das erklären? Okay? Wie kann ich einem Kind das erklären? Und das ist eine Herausforderung, in der Tat. Das heißt, das ist abhängig von dem Kind, wie viel es versteht und wie viel nicht. Wenn man sieht, dass Kinder nicht viel verstehen, dann sagt man ihnen, dass dieses Allah Azza wa Jal nicht liebt. Dass man an Festen teilnimmt von Leuten, die keine Grundlage dafür haben. Und wenn man sieht, dass das Kind mehr versteht, dann erklärt man ihnen, warum. Dass wir als Muslime nur zwei Feste haben und dass wir außer diesen Festen keine anderen Feste haben und dass wir, alhamdulillah, eigentlich so gut wie alles erlaubt bekommen haben in dieser Religion. Nur die Leute machen sich selber das Leben schwer. Okay? Wallahu ta'ala ala wa'ala. Das ist natürlich immer abhängig davon, wie viel das Kind versteht und wie viel nicht. Na, tafaddal. Wie ist das, wenn eine Person laut den Koran rezitiert und soll man dann auch laut mitrezitieren oder darf man? Passt auf, wenn einer in der Moschee sitzt, dann rezitiert er nicht laut. Wenn er allein ist, ist was anderes. Aber wenn andere Leute dabei sind, rezitiert er den Koran nicht laut, weil er die anderen Leute damit stört. Okay? Und wenn eine Person hört, dass jemand Koran rezitiert, dann ist das Gute und das Schöne dabei, dass er schweigt und zuhört. Ja, wie Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, und wenn der Koran verlesen wird, so schweigt und hört zu, auf dass Allah mit euch barmherzig ist. Wallahu ta'ala ala wa ala. Es wird gefragt, wenn man gegenüber der Mutter die Stimme erhöht und nicht angepasst zur Wörter wirft, verzeiht Allah alles, wenn man dann bereut und sich bei der Mutter entschuldigt, aber es mehrmals passiert. Wie ist das, wenn eine Person laut wird gegenüber der Mutter? Das ist eine üble Sünde, eine schlimme Sünde, eine große Sünde. Sogar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer seine Eltern zornig macht, oder er sagte alaihi salatu wasallam, die Zufriedenheit der Eltern geht mit der Zufriedenheit Allahs einher. Das heißt, sind die Eltern nicht zufrieden mit einem, ist Allah nicht mit ihnen zufrieden. Und Allah Azza wa Jal sagt im Koran, in Surat Al-Isra, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. So sagt zu ihnen nicht einmal Uff.
Uff ist das kleinste Wort im Arabischen, was man überhaupt nutzen kann, wie die Salaf-Gelehrten diese Ayah erklärt haben. Das heißt, wenn Uff schon schlimm ist, was ist dann noch schlimmer? Dass man sie sogar beleidigt. Beleidigt. وَقُولُوا لَهُمَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Und spricht zu ihnen, was? Gütige Wörter. Nicht, dass ihr sie beschimpft. Nicht, dass ihr ihnen etwas sagt, was sie trifft, was sie zornig machen. Was sie zornig macht. Deswegen muss ein Muslim darauf achten. Wenn das aber mal passiert ist, dann hat man sich bei der Mutter entschuldigt. Wenn die Mutter einen verzeiht, dann wird Allah azza wa jal verzeihen, subhanahu wa ta'ala. Naam. Aber nicht, dass man sagt, ja, das ist eine Eigenschaft von mir, a'udhu billah. Wenn das mal passiert ist, ist das eine Sache. Aber wenn das jeden Tag passiert oder jeden zweiten Tag, dann sagen wir nein, du musst unbedingt an deinem Charakter arbeiten. Und wenn du das Gefühl hast, du platzt in der Nähe, weil man dir etwas gesagt hat, was dir wehtut, dann gehst du in dein Zimmer oder gehst ein bisschen raus oder sonstiges. Aber nicht, dass man zu denjenigen gehört, die ihre Eltern beschimpfen. Möge Allah uns bewachen. Na, tafadda. Ein Bruder meinte mir letztens, dass das Maghrib-Gebet nur eine halbe Stunde geht. Stimmt das, dass das Maghrib-Gebet nur eine halbe Stunde geht? Meinst du jetzt, die gesamte Zeit vom Maghrib ist eine halbe Stunde? Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Erstmal, was wir sagen können, ist, dass natürlich, es gibt verschiedene Orte und von Ort zu Ort ist abhängig, wie lange der Unterschied zwischen, oder nach, wann nach Maghrib das Isha eintrifft. Okay, das wissen wir. Es gibt Orte, so trifft Isha schon unter einer Stunde ein nach Maghrib. Es gibt Orte, eine Stunde 10 Minuten. Es gibt Orte, eine Stunde 20 Minuten. Eine Stunde 30 Minuten. Deswegen können wir das nicht so allgemein sagen. Na? Und nur eine halbe Stunde, in welchem Gebiet soll das sein? Allah al-Mustan. Möge Allah so gerne uns bewachen. Na, Vater. Es wird gefragt, kommt man die 27-fache Belohnung vom Gebet für das Gemeinschaftsgebet? Oder reicht das auch, wenn man alleine in der Moschee betet? Bekommt man die 27-fache Belohnung bei einem Gemeinschaftsgebet oder auch, wenn man alleine betet? Nein. Der Hadith ist klar, die Überlieferung ist bei Imam Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Unterschied von einem, der alleine zu Hause betet, im Vergleich zu jemandem, der in der Gemeinschaft betet, so ist das der 27-fache Lohn. Das heißt, wer in der Gemeinschaft betet, so bekommt er den 27-fachen Lohn im Vergleich zu einem, der alleine zu Hause betet. Und das natürlich ist ein Riesenunterschied, ne? Dass man den 27-fachen Lohn bekommt. In einer Überlieferung 25, in einer anderen 27. Na. Was soll man machen, wenn man wegen Schule nicht zu Jumma? Man versucht alles. Wenn man alles versucht hat und die lassen einen nicht gehen, dann übernehmen sie die Sünde für einen. So lastet auf dir keine Sünde. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tfadl. Ich habe gefragt, muss man die Jahre nachholen, wo man nicht gebetet hat, weil man es später erst bei Kraft bekommt? Wenn eine Person jetzt früher nicht gebetet hat, ab der Zeit der Pubertät, wo sie verpflichtet war zu beten, soll sie die Gebete nachholen? Die meisten Gelehrten sagen, man soll sie nachholen. Die meisten Gelehrten, Jumhul Ulama, sagen, sie soll sie nachholen. Die richtige Ansicht, Wallahu ta'ala ala wa ala, ist von der anderen Gruppe der Gelehrten, die sagen nein, weil, und das ist klar und einleuchtend, Allah azza wa jal sagt, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Wahrlich, das Gebet ist für die Gläubigen zu festgesetzten Zeitenpflicht. Was heißt zu festgesetzten Zeitenpflicht? Dein Dhuhr-Gebet heute ist nicht dein Dhuhr-Gebet morgen. Und dein Dhuhr-Gebet um 1 Uhr ist nicht dein Dhuhr-Gebet um 20 Uhr. Das heißt, die Zeiten sind weg und demzufolge kann man das auch nicht mehr nachholen. Das ist für jemanden, der absichtlich sein Gebet unterlassen hat. Und das sind ja Leute, die haben es absichtlich unterlassen. Na, insofern, sie brauchen nicht die Gebete nachzuholen, aber was sollen sie machen? Sie sollen sehr viel von den Sunnah-Gebeten beten, weil Yawmul Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala wird den Engeln befehlen, wer bringt die Pflichtgebete meines Dieners? Und wenn dann Gebete offen sind, dann sagt er, hä, was soll gebracht werden? Die Sunnah-Gebete. Und hier haben wir auch die Hikmah, warum wir die Sunnah-Gebete beten. Sie vervollständigen das, was du an Pflichtgebeten ausgelassen hast.
Sie vervollständigen das. Deswegen die Sunna-Gebete nicht auf die leichte Schulter nehmen. Damit wir die Gebete vervollständigt bekommen, die Pflichtgebete, die wir vernachlässigt haben oder die vielleicht von uns nicht angenommen wurden oder die wir falsch gemacht haben. Deswegen viel, viel Sunna beten, damit Yawmul Qiyamah dieses aufgefüllt wird zu den Pflichtgebeten. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tafaddal. Wir haben ja gelernt, wenn man sich einen Rat nehmen will, dass es erlaubt, etwas zu sagen, wenn es klar ist. Gilt dieser Rat jetzt nur, wenn man nicht Schirk fragt oder auch einen Bruder? Nein, bei dem Bruder, wenn man nicht jemanden nur schlecht machen will, sondern man weiß, dieser Bruder kann zum Beispiel vermitteln, weil er diese Person kennt, dann ist das auch kein Problem. Ja? Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Unterschied klar? Nicht, damit man einfach vor dem Bruder dieses Wort gesagt hat über Person X und Y. Dam, du bist gut drauf heute, Adam. Tafaddal. Das zählt so auch als Lästern, wenn man zum Beispiel eine Person sagt, dass man eine andere Person nicht mag. Wenn man sagt zum Beispiel zu einer anderen Person, ich mag den nicht? Ja, zum Beispiel nervt mich sogar mal. Also. Wer nervt dich? Keiner soll dich nerven, Adam. Wenn jemand dich nervt, brauchst du mit ihm nichts zu tun haben. Nein, dann brauchst du das nicht an die große Glocke zu hängen. Vielleicht nervst du ihn auch. Allahu a'lam. Ist nicht immer nur von einer Seite. Ach so, bleibt nur noch eine Sache. Wir haben ja jetzt den Unterricht beendet. Mittwoch, das war der letzte Unterricht heute. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir haben ja am Dienstag zwei Unterrichte, Aqida und islamische Benehmen. Dass wir Aqida am Dienstag machen und islamische Benehmen am Mittwoch, dann brauchen wir auch nicht so zu hetzen. Na? Weil gerade jetzt Aqida werden noch viele Themen kommen, die sind nicht ungefähr immer in 10 Minuten zu erklären. Na? Deswegen wäre der Vorschlag, dass wir am Dienstag dann Aqida machen, inshallah, und am Mittwoch islamische Benehmen. Okay? Aber wenn ihr alle dagegen seid, dann sagen wir machen Mittwoch wieder ein kleines Büchlein, so dass wir immer 4 bis 5 Unterrichte, maximal 6 Unterrichte nehmen und so ein Büchlein immer beenden. Jetzt haben wir ein Buch beendet, ungefähr, beziehungsweise die Regeln von diesem Buch beendet. Ich habe ja aus mehreren Quellen genommen. Und das waren jetzt, wie viele Unterrichte? 6 Unterrichte, Alhamdulillah. Und das sind überschaubare Unterrichtsreihen. Da schafft man es auch, diesen Stoff nachzuholen, bi'idhnillah ta'ala. Was ist euer Vorschlag? Etwas Neues oder Dienstag Aqida und Mittwoch islamische Benehmen? Wer ist für das erste Dienstag Aqida und Mittwoch islamische Benehmen? Und du, Muhammad? Du auch?